Huh, Freunde von Herring Online. Wir sind hier wieder unterwegs in Michelbinge. Danke fürs Einschalten wieder mal. Letztes Mal haben wir ja irgendwie die Handwerkshalle gesucht, oder wo es ums Handwerk geht. Und südwestlich der Statue. Und ich habe irgendwie, war irgendwie zu verpeilt, das hier zu sehen, den Weg. Wir müssen nämlich hier lang gehen. Ja, letztes Mal habe ich euch schon ein paar Gebäude gezeigt in Michelbinge, wo es was zu kaufen und verkaufen und zu entdecken gibt. Und jetzt schaut euch mal hier auf der Karte an, dieses Gewimmel an Icons. Und hier haben wir schon einen goldenen Ring mit einem kleinen Amboss, das heißt, es gibt hier eine Handwerksaufgabe. Ein wundervoller Tag, nicht Und zu wahr? der Dame sollten wir sowieso gehen. Alfred hat euch zu mir geschickt. Schön, schön, wir brauchen mehr Leute, die Interesse daran zeigen, nützliche und schöne Dinge zu fertigen. Sprich mit der Meisterin der Lehrlinge. Sie kann euch helfen, herauszufinden, welcher Beruf euch am besten liegt. Ein Beruf besteht aus drei Handwerksarten mit sich überschneidenden Fertigkeiten. Wählt euren Beruf mit Bedacht, denn ihr werdet viel Zeit und Energie aufwenden, um euer berufliches Können in diesem Bereich zu verbessern. Sobald euch die Meisterin der Lehrlinge in eurem gewählten Beruf willkommen geheißen hat, solltet ihr auf jeden Fall mit einem Händler sprechen, von dem ihr das für euren Beruf benötigte Werkzeug kaufen könnt. Jedes einzelne Werkzeug setzt eigenes Werkzeug voraus. Jedes Handwerk setzt eigenes Werkzeug voraus. Seid also nicht zu geizig. Die Novizen werden euch gerne die Rezepte verkaufen, die ihr haben möchtet. Obwohl ich schon sehe, dass ihr bereits das eine oder andere kennt. Das glaube ich auch nicht. Rüstet euch mit den Werkzeugen aus, die ihr verwenden möchtet, und sucht euch eine entsprechende Einrichtung. Michelbinge verfügt über eine Schmiede, eine Werkbank und einen Ofen, die euch zur Verfügung stehen. Beginnt dann mit dem Üben eurer Fertigkeiten. Ihr verbessert euch im gewählten Beruf, indem ihr euer Können anwendet und euch von anderen unterrichten lasst. Ich hoffe, dass ihr ein begabter Handwerker werdet, Kirudo. Und dass ihr selbst und das Auenland davon profitiert. Ich werde euch für den Anfang ein paar Münzen geben. Verwendet sie weise und seht sie als eine Investition in eure Zukunft als begabter Handwerker. Und ihr bekommt 90 Münzen. Ja, gut, da können wir jetzt noch nicht wirklich viel mit anfangen, aber. Gut. Was bist du? Handwerkstrophäenhändler, okay. Dann hier, der hat so einen goldenen Ring, das heißt, bei dem können wir eine Aufgabe abgeben. Kann ich euch irgendwie behilflich Aber sein? wieso ist denn jetzt der Chat da drüber? Ihr müsst Kirudo sein. Ich habe euch bereits erwartet und bin sehr froh, dass ihr offensichtlich unseren Brief erhalten habt. Ich heiße Bella Stolzfuß. Ach, einer von den Stolzfüßen. Ich freue mich sehr, eure Bekanntschaft zu machen. Ich soll euch helfen, die ersten Schritte beim Erlernen eines Handwerks zu machen. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr sie gerne stellen. Didi. Genau, das wollen wir dann auch gleich machen. Was bist du für eine? Juwela Unterberg. Und ein Hobbitschurke, der irgendwas kocht. Ach nee, ist gar kein Hobbitschurke, oder? Doch. So, und hier gibt es unterschiedliche Handwerksleute, die uns Sachen verkaufen, die wir zum Herstellen von Gegenständen brauchen. Wir gehen erstmal kurz zu der Frau hier. Das ist nämlich eine Vermögensverwahrerin. Und da können wir unsere Bank öffnen. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Ja, hier habe ich schon einige Sachen drin, die ich hier schon einsortiert habe. Ja, unser Inventar ist ja sehr begrenzt und Sachen, die wir jetzt erstmal im Moment nicht brauchen, können wir auf die Bank schaffen. Sehr hilfreich und sehr wichtig. Man kann auch sein Bankfach vergrößern, indem man ein bisschen Münzen bezahlt. Ja. Man bekommt später so viele Items, dass man das auch unbedingt nutzen muss. So. Jetzt schauen wir mal. Was haben wir denn für Berufe? Wir haben den Rüstungsschmied. Der kann Schmied, Schürfer und Schneider. Also es gibt immer eine Berufsgruppe. Und da gibt es dann drei einzelne Berufe drunter. So. Berufszweig Entdecker, Schneider, Förster und Schürfer, Waffenbauer, Kesselflicker, Freibauer, Waldhüter und Historiker. So. Ja, was wollen wir denn machen? Ich würde sagen, wir nehmen irgendwas, was wir halt auch gut verwenden können. Und zwar, ich habe schon eine Idee, was ich machen könnte. Und zwar, ich schwanke zwischen dem Freibauer und dem Kesselflicker. Aber ich glaube, ich werde den Kesselflicker nehmen.
Weil mit dem Goldschmied können wir uns nämlich Schmuck herstellen und coole Items dann kriegen. Und kochen können wir auch noch nebenbei. Wenn wir die nötigen Gegenstände haben. Ich möchte Kesselflicker lernen. Des Kesselflickers beste Fertigkeit ist die Goldschmiedekunst. Ein geschickter Kesselflicker kann Schmuck anfertigen, der sehr hübsch und auch praktisch ist. Was geht denn hier ab? What the? Egal. Können die benötigten edlen Metalle und Steine selbst abbauen. Und wenn man bedenkt, wie lang der Arbeitstag eines Kesselflickers ist, ist es praktisch, dass sie ziemlich gut kochen können. Möchtet ihr diesen Beruf lernen? Jo, nimm ich. So, das haben wir geschafft. Jetzt habe ich hier irgendwie ein D reingeschrieben. Das möchte ich nicht. Oh, wir haben Zeug bekommen. Leitfaden für Kesselflicker und Werkzeug für unser Zeug. So. Und sie hat noch eine Aufgabe für uns. Was gibt's? Eieiei. Okay, machen wir mal Einleitung in die Goldschmiedekunst. Bitte wartet einen Moment. Ich trage sehr gerne Ringe und Armreife. Vielleicht könnt ihr mir etwas Feines herstellen, wenn ihr mehr Erfahrung habt. Ihr solltet mit Berilla Gutkind drüben an der Werkbank sprechen. Sie hat sich freiwillig gemeldet, um die neuen Lehrlinge anzulernen. Hört ihr gut zu. Tidding. So, ich mache erstmal nur das. Das andere mache ich dann mal offscreen. Nur mal beispielhaft, um euch zu zeigen, wie das funktioniert. Machen wir das jetzt mal am Beispiel des Goldschmieds. Und da hinten zu der Dame müssen wir. Hallo, Frau Gutkind. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Sie an noch jemand, der das Goldschmieden lernen will. Es ist mir eine Freude, eure Bekanntschaft zu machen. Und ich werde mein Bestes geben, euch bei euren ernsten Schritten zu unterstützen. Wenn ich zu schnell rede oder ihr aus einem anderen Grund Hilfe benötigt, könnt ihr jeweils über das Goldschmieden ausfragen und ich werde wirklich keine Antwort geben. Ach, die spricht doch nicht schnell, oder? So. Ganz chillig. Der erste und wichtigste Schritt ist es, die passenden Zutaten zu beschaffen. Ich habe ein paar Zutaten beiseite gelegt, um die neuen Goldschmieden für euch zur Verfügung zu stellen. Nehmt diese Kiste und lasst uns beginnen. Okay, alles klar. Kiste, Kiste, Kiste. Wo ist eine Kiste? Kiste, 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 Kiste. Öffne die Kiste. Ach, ist das die hier? Achso, okay. So einfach. Ihr habt jetzt alle Zutaten, um einen Kupferring herzustellen. Was haben wir denn bekommen? Oh. 2 Barren Kupfer. Goldschmiedewerkzeug. Und mehr brauchen wir gar nicht. Okay. Stell mit dem erhaltenen Zutaten einen Kupferring her. Okay, gut. Dann müssen wir jetzt an diesen Goldschmiedtisch hier. Zack, den klicken wir mal an. So, jetzt öffnet sich unser Handwerksfenster. Lehrling. Und was sollen wir machen? Ein Kupferring, okay. Können wir schon machen. Wir haben 2 von 2 Kupferbarren. Und achso, ja, wir müssen unser Goldschmiedewerkzeug noch ausrüsten. Und zwar, das mache ich immer gerne so, da ich das immer öfters hin und her wechsle, ziehe ich mir das hier auch mal in die Leisten rein, damit ich hier nicht mal ins Inventar muss. So, und klicken wir drauf, zack. Jetzt haben wir es angelegt. Alles klar, und dann mal los. Ein Kupferring. Ja, ich kann das jetzt dummerweise nicht wegmachen. Okay, jetzt sind wir eine Stufe aufgestiegen. Hey, Stufe 8. Und wir können jetzt ein einfaches Pferd reiten. Cool. So. Kupferring fertig. Kann ich den behalten oder muss ich den dir jetzt zurückgeben? Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Lass dich mal sehen, wie ihr zurechtgekommen seid. Sie sieht sich die Kupferring genau an. Man kann keine Naht im Metall erkennen, da fühlt sich glatt an. Ich finde, ihr habt das sehr, sehr gut. Ihr habt sehr, sehr gute Arbeit geleistet, Kerudo. Ich heiße euer Werk gut und ernenne euch zum Goldschmiede-Novizen. Fürs erste Mal und gleich so gut. Naja, schön, schön, schön. Und den Ring können wir behalten, optimal. Dann lege ich den nämlich gleich an. Ach, wir haben schon 2 angelegt. Aber können wir mit dem Kupferband tauschen? So, da öffne ich jetzt mal mein Charakterfenster. So, also den Ring möchte ich behalten, den Ring der Beweglichkeit, und mit dem möchte ich tauschen. Das heißt, machen wir mal per Drag and Drop, ziehen wir das mal rein. So, ja, ist okay. Kupferring wird gebunden, ja, ist auch okay. So. Schön, haben wir eine Vitalität mehr. Fein, fein. Gut, das war's zum Handwerk. Die hat ja noch die anderen Einführungen jetzt für uns. Ja, wir werden dann
Mal sehen, ob wir irgendwo ein bisschen Kupfer herbekommen. Da können wir uns noch weiteren Schmuck herstellen. Aber für heute soll es das erstmal gewesen sein. Unser kleiner Ausflug über das Handwerk in Herr der Ringe. So, jetzt werde ich mal ein bisschen offscreen weiterspielen und ein paar Levels machen, ein paar Aufgaben machen. Und wenn es wieder was Interessantes zu zeigen gibt, dann sehen wir uns mit unserem Kerudo wieder. Oder das nächste Mal vielleicht schon mit einem unserer anderen Charaktere, die ich noch so habe. Also mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.